Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Silber Edition Part 11, glaube ich. Willst du auch kämpfen? Nee, willst nicht. Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen raue Sitten. Sei auf der Hut. Nö. Wo bin ich jetzt? Oh Mann. Namenbewerter. Möchtest du deinen Spitznamen bewerten lassen? Nein. Doch. Warum nicht? Gucken wir mal. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich einen Namen bewerten? Ja. Welchen Pokémon-Spitznamen soll ich bewerten? Oh, hier. Dairo, das ist kein schlechter Name. Aber überlegen dir einen besseren Spitznamen. Nein. Okay, ich hoffe, das sagt er bei jedem, aber dann werde ich mal meinen Biber umbenennen. Ja. Hier, wie ist mit dem? Ja, das war klar, dass er das bei jedem sagt. Ich möchte es nennen, Biene. Best Name ever für eine Biene. Biene. Dieser Name ist besser, deine Mutter ist besser, ey. Captain Niveau, wir sinken. Ich glaube, ich muss in den radioaktiven Turm. Ja, ich darf nach oben. Oder durfte ich das vorher auch? Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unseren Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Ja, was muss ich tun, Alter? Was soll ich nur tun? Das wunderschöne Rätsel haben wir ja auch schon gelöst. Und in jedem Haus steht so ein Computer, ey. Sind ja alle reich, ey. So, was ist da eigentlich? Dukat der City Bahnhof? Bitch, please, fahren wir mit dem Bahnhof. Der Zug ist nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Ja, da darf ich hier drin nicht fahren, ist ja gut. Dum, dum, bam. Wo muss ich hin, Alter? Ich weiß es doch auch nicht. Ich muss irgendwie weitergehen, Mann. Ah, diese Arena, ey. Oh, krieg ich Kratze von, ey. Weg da. Orden, drei Stück. So. Ich glaube, ich muss echt das Internet, den Herrn Internet zu Rate ziehen. Sonst eier ich hier noch drei Tage rum. Boah, da kann ich nicht irgendeinen anrufen, der mir sagt, ey, yo, Spaß, geh mal da lang. Rufen wir mal Professor Linde an. Hallo Frank, es ist noch immer ein Geheimnis, über welche Attacken frisch gestupfte Pokémon verfügen. Wir sind dabei, das herauszufinden. Guck mal die Mama an. Hallo? Oh, hi Frank, hart am Arbeiten. Wow, du besuchst Route 35. Viel Glück bei deiner Suche nach Pokémon. Nebenbei, du hast 6597 gespart. Willst du weitersparen? Ja. Okay, ich werde dein Geld sparen. Frank, mach weiter so, ich drück dir die Daumen. Klick. Ich finde das so geil mit dem Empfang oben rechts. Das ist awesome. Nicht noch irgendeinen? Nö. Aber so viele Nummern gibt's auch gar nicht. Was ist eigentlich mit dem Radio da? Professor Eis Pokémon Talk. Mit Margit. Nein. Ich bin's, DJ Ben. Es ist Montag. Nein, ist es nicht. Wir haben Sonntag. Glückskanal. Mit Spastian. Haben wir noch irgendwas? Nö. Ich finde es eigentlich total witzig, aber ich guck mal eben. Ich muss mal den Herrn Internet gerade fragen. So, ich habe jetzt mal gerade geguckt. Ich muss irgend so eine Shigi-Kanne holen. Ich lese ja immer nur so weit, einen Punkt, dass ich halt weiterkomme. So, hier muss ein Blumenladen sein. Der hier. Oh, du bist besser als Bianca. Hast du vom laufenden Baum gehört? Benutzt du ihn mit einer Shigi-Kanne, greift er an. Aber du hast ja einige Orden, also sollte es kein Problem sein. Aha. Gut. Du hast da... Da hast du Wasser, mein Hübsches. Oh Mann, Gott sei Dank mag ich nicht so wirklich Blumen.
Ich meine, es ist so nach dem Motto nice to have, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal so blöde Blumen brauche. So, dann gehen wir mal zu Shiggy. Mit unserer Biene. Ja. Ich hätte vielleicht mal. Oh, sorry. Ich hätte mal vielleicht ins Poké-Center gehen sollen. Ah, ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Mogelbaum ist. Ah, die Tränke kann ich jetzt großzügig benutzen eigentlich. So. Da ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Shiggy-Kanne nutzen? Frank benutzt Shiggy-Kanne. Der merkwürdige Baum mag die Shiggy-Kanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Ob ich es fangen kann? Ein wildes Mogelbaum. Level 20. Konfusion. Dreschflegel. Okay, das geht eigentlich. Wow! Fallen mir schon die Sachen vom Tisch, ey. Meine Fresse. Schreckt mich nicht so. Ja, er ist verwirrt. Geil. Ja, aber nicht töten. Okay, gut. Beutel. Ich würde sagen, wir benutzen einen Superball. Superball los! Puff. Toll, Mogelbaum wurde gefangen, Mann. Für Mogelbaum wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mogelbaum. Es tarnt sich als Baum. Um nicht angegriffen zu werden. Es hasst Wasser, darum läuft es bei Regen weg. Möchtest du Mogelbaum einen Spitznamen geben? Ja. Pfeil unten war, glaube ich, männlich. Ich verwechsel das immer. Ich nenne es einfach Baum. Baumi. So, jetzt haben wir Baumi im Team. Ich brauche jetzt irgendwie irgendwelche Pokémon, dass ich nicht leer ausgehe. Das ist aber nicht mein Hauptteam. Oh nein. Okay, komm. Dö-dö. Ah, yo, was? Wir arbeiten immer zu blam, blub. Zwillinge Nora und Yo möchten kämpfen. Pipi. Pipi. Pipi in den Augen. So, los. Konfusion. Yeah, bitch, please. Sowas mag ich. Okay, oh Gott. Ernsthaft? Dann fangen wir mal mit Giftpuder an. Oh, hat keine Wirkung, das ist natürlich gay. Klatsch. Dann machen wir Stachelspore. Verwirrt und paralysiert, na supi. Ich schlug fehl. Ah, Konfusion. So, das spule ich mal jetzt vor. Ich benutze Tackle. Ein Pummeluff. Oh Gott, ja, ich möchte wechseln. Gut, Baumi ist zu geschwächt. Ja, und Dalrot. Aquaknarre. Und jetzt. Nam, 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 nam. So. Ja, passt. Ich muss meinen Josh mal wieder ein bisschen trainieren. Psycho-Laurent, keine Ahnung, Tackle. Fuck. Dann gibt's jetzt erstmal eine Stachelspore, hat keine Wirkung. Giftpuder. Yeah, das geht sogar. Ja, danke. Mann. Es bringt's vor. Mann. Ich schaff das. Geht doch. So, habe ich noch einen Aufwecker mit? Ja. So, ich hätte jetzt gern Pokerhaus. Oh. Das ist verlockend. Drei Bäume. Aprikoko Rot.
Aprikoko Blue. Was haben wir hier? Aprikoko Schwitz. Aber der Beutel ist voll. Was? Ja, hier. Schutt. Oh, fuck. So, jetzt heißt es zurück ab ins. Ah, ich hoffe, da kommt gleich ein Pokécenter, ey. Ja. Hi, ich bin Bill und wer bist du? Frank. Du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht einen Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel wegschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden den Zeitkapseln alle Pokémon centern. Tschüss. So. Dann räume ich mal mein Inventar auf. Item ablegen. So, Aprikoko Rot, Aprikoko Blue, Aprikoko Schwarz. Äther lege ich ab. Leber behalte ich mal. Aprikoko Weiß. Oh, ich habe so viele Sachen mit, ey. Eisbeere. Brauche ich die? Ich habe ja die Gegengift und alles, ne? Ich leg die mal ab. So. Ach, scheiße. Eisheiler. Da wollte ich doch behalten. So, was haben wir denn? Eisheiler. So. Dann gehen wir weiter. So, ich hoffe, hier ist nicht schon die nächste Arena, weil dann brech ich ab, ey. Hier ist ein Markt. Da ist die Arena. Wahnsinn. Was ist das denn? Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak City. Ja, komm, versuche ich mal. Was? Hältst du unseren Pokémon stand? Ja, sehen wir ja jetzt. Weiser Monty möchte kämpfen. Nebula. Ach du Große. Das wird einfach. Konfusion! Waff. Obwohl Konfusion eine schwache Attacke ist, ey. Blim. Yeah. Josh versucht Wirbelwind zu erlernen. Nein, brauche ich nicht. Nein. Wirbelwind ist zwar nett gemeint, aber nein. Nebulak. Setzt denn nur Nebulak ein, oder was? Oh, komm schon. Mal was Neues, bitte. Na, will er nicht. So, nächste. Was? Hä? Wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normale Attacken zeigen mir ihnen keine Wirkung. Hä? Oh, ernsthaft. Oh Gott, verwirr dich, unser unsichtbarer Boden. Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Alter! Was ist das für eine Psycho-Oma? Hallo? Alter, Dorothea möchte kämpfen. Ein Apollo. Konfusion. Ja, schön, dann kann ich halt nicht fliehen. So, Tipp. Gut, ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Gut.
Ich habe den Frühling mit meinen Pokémon verbracht, dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Ja, Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ja, schön. Mit seinen Pokémon, dann ist es nur eins. Ich werde siegen. Zenobia. Ja, Konfusion. Ja, dann 25. Geil. Levelt ja ganz gut hier. So. Nein! Was mache ich denn? Bin ich irgendwie doof oder so? Oh Gott. Okay. Ja, geht eigentlich. Heile ich jetzt nicht, aber ich speichere mal lieber. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich stark in den Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende, daher habe ich mein ganzes Leben lang in Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Doch ein wenig. Mit ein wenig mehr Blablub Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Es ist jetzt schon ein normaler Arena-Kampf, oder was? Leiter Jens möchte kämpfen. Was? Ist das eine Pokémon-Arena? Ich dachte, das ist nur so, hey, so eine ganz normale Pups-Arena. Ups. Dafür ist es aber eine einfache bisher. Ich glaube, mit Josh kriege ich die nicht komplett fertig. Ich glaube, da reicht die Konfusion nicht. Außer es ist natürlich ein One-Hit. Boah, das wäre natürlich super, wenn er das alleine schafft. Ein Apollo, ja. Zählt 2 aus, denke ich. Okay, Level 21. Wenn ich da jetzt gleich den 4. Orden von krieg, na, dann raste ich aus. Wenn ich überlege, wie scheiße behindert die letzte Arena war. Oh, Fluch. Apollo zieht sich KP ab und belegt Josh mit einem Fluch. Ah ja. Blim! Level 26. Und ich lerne nichts. Natürlich nicht. Leiter Jens setzt Gengar. Uiuiuiuiuiuiui. Was? Bam. Ich hoffe, das macht nicht viel. Naja. Was? Fluch schadet Josh. Au. Oh. Ne, das macht dann der Drachen fertig. Da benutze ich jetzt nicht die Tränke, das ist mir dann doch nicht so wert. Spukball. Alter, wie viel Schaden macht denn der? Los, Aquaknarre. Seriously. Ich glaube, ich muss da gleich echt Kiriko holen, weil ich glaube, die hat eine höhere Initiative als Gengar. Das wage ich aber zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Ja, hat getroffen. Ich habe vorgespult, sorry. Machen wir mal Biss. Nein. Gut. Njam, 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 njam. Okay, gut. Oh, was? Da reicht eine Aquaknarre. Ich glaube, das war schon das letzte Pokémon von dem. Boah. Was? Darauf versucht, Grimasse zu erlernen. Was ist Grimasse? Was ist Grimasse? Ich weiß es nicht. Ich hau mal Raserei weg. Das benutze ich eh nicht und ich weiß nicht mal, was Grimasse ist. Leiter Jens setzt Apollo ein. Ja, sie gucken aus so Psycho. Machen wir mal Grimasse. What? Oh, cool. Das. Oh, das ist ja mal geil. Das ist awesome. Die Initiative stark senken. Oh, wie geil.
Mimikrie, ach du Heilige. Ja, mach nur. Nam 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 nam. Die Attacke ist sehr effektiv. It's very effective. Leiter Jens wurde besiegt. Alter, das war eine Arena, ey. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Frankenheld 2003. Oh, boah. Frankenheld Phantomorden. Alter, ernsthaft? Das war eine einfache Arena. Durch den Phantomorden gehorchen die Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon Surfer beherrschen. Diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. TM30. Stimmt, Hypnose oder sowas. Das ist Spukball. Es verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Ich dachte schon, ich kann jetzt normal laufen. Naja. Da haben wir eine Arena abgeschlossen, obwohl ich nicht mal wusste, dass es eine richtige ist. Weil das sah nicht nach einer richtigen Arena aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde sagen, wir machen im nächsten Part wieder weiter. Und gucken uns mal noch hier ein bisschen um. Ich hätte jetzt auch mal gern Surfer jetzt demnächst. Und dann gucke ich noch einmal schnell den Markt rein. Der hat ja auch nichts wirklich Tolles. Oh, der hat Beleber. Werde ich mir mal 4 Stück kaufen. Und ein paar Supertränke. Nur 10 Stück. So, und das war's. Und bis dahin, bis zum nächsten Part. Tschüss. Yeah!